Willkommen bei Bayern im Blick hier bei TV Bayern Live. Hoher Besuch, der bayerische Innenminister. Ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Herr Minister Herrmann, Sie sind Innenminister für die Sicherheit zuständig, kommen wir gleich drauf, aber eben auch für den Verkehr. Verkehrsminister sozusagen sind Sie auch noch. Und da haben Sie immer häufiger mit großen Projekten Probleme, die Ideen auf die Straße zu bringen, auf die Schiene, denn der Wutbürger sitzt überall im Land. Wie schwierig ist es denn derzeit, wirtschaftlich vielleicht sinnvolle oder volkswirtschaftlich sinnvolle Projekte zu realisieren in Bayern? Es gibt in der Tat immer wieder Verkehrsprojekte, ob Straßenprojekte, Schienenprojekte, auch Flughafenprojekte, wo Bürger dagegen sind. Nun gehört es zu einer demokratischen Gesellschaft, dass man seine Meinung sagen darf. Aber manchmal ist auch in der Darstellung nach außen das nicht mehr so ganz richtig in der Wahrnehmung. Wir haben viele, viele Projekte, die wir völlig unproblematisch durchsetzen und wo es vielleicht zwei, drei Kritiker gegeben hat, aber insgesamt sie schnell auch realisiert werden. Manchmal müssen wir aufs Geld wesentlich länger warten, als dass die Wutbürger das Problem werden. Aber bei manchen Projekten, da hakt es dann tatsächlich, und da gibt es erbitterten Widerstand. Wir müssen eben heute auch Planungsverfahren möglichst so organisieren, dass Bürger sich entsprechend beteiligen können, ernst genommen werden. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung. Gerade in Erlangen jetzt die Umlandbahn im Großraum Nürnberg, die Verbindung nach Herzogenaurach. Dort sind ja große Weltfirmen zu Hause und die Arbeitnehmer eigentlich haben ja was davon, hätten da was davon. Ja, das war insofern ein etwas untypischer Fall. Da hat jetzt dieser Bürgerentscheid stattgefunden. Und wenn man sich die Wahlergebnisse in den verschiedenen Gemeinden des ganzen Landkreises Erlangen-Höchstadt anschaut, dann stellt man fest, dort, wo die Bahn fahren soll, haben die Bürger mit großer Mehrheit dafür gestimmt. In Herzogenaurach selbst waren es fast 3/4, die dafür gestimmt haben und dagegen gestimmt haben, mehr aus finanziellen Gründen. Bürger in anderen Teilen des Landkreises, wo die Bahn nicht gebaut wird, die sagen, was habe ich davon? Wir müssen nur mitzahlen, ohne dass bei uns sich etwas verbessert. Also insofern eine etwas untypische Situation, nichts mit Wutbürger, sondern eher so nach dem Motto, wenn ich nichts davon habe, bin ich auch nicht dafür. Auch sowas kann es geben, aber das ist Demokratie und jetzt müssen die betreffenden Städte Nürnberg, Erlangen, Herzogenaurach schauen, wie sie mit der Situation zurechtkommen. Also dieses finanzielle Kirchturmdenken, ich muss mit zahlen, kann da der Freistaat nicht die Gebietskörperschaften entlasten, die Landkreise zum Beispiel? Nun, in dem Fall haben wir ein insgesamt Angebot entwickelt, Förderung durch den Bund und den Freistaat Bayern von insgesamt 90% der Investitionskosten. Also wenn die Kommune schon nur noch 10% selber zahlen muss, dann muss schon letztendlich auch vor Ort wirklich entschieden werden, will man das jetzt eigentlich oder will man es nicht. Ich denke, 90% Förderung, was völlig außergewöhnlich ist, nur durch die besondere Bedeutung dieses Projektes begründet, das ist schon eine ordentliche Unterstützung. Und es kommt den Bürgern, den Pendlern zugute. Andere Projekte kommen den Bürgern nicht zugute. Da kommen wir vielleicht später noch zu sprechen drauf. Ein Großprojekt beschäftigt Sie, mutmaßlich auch die gesamte bayerische Polizei. Das ist der Gipfel in Elmau. Die ganze Führungsriege der globalen Politik trifft sich unter der Zugspitze. Wer hat den Platz ausgesucht? Das war die Bundeskanzlerin. In diesem Jahr ist Deutschland Veranstalter, Einlader. Die Bundeskanzlerin leitet in diesem Jahr das Treffen. Und nachdem sie das letzte große G7, G8-Treffen, das in Deutschland stattgefunden hat, in ihrer eigenen Heimat in Mecklenburg-Vorpommern hat veranstalten lassen, hat sie diesmal gesagt, okay, sie möchte damit mal nach Bayern gehen, in die Berge gehen. Ich denke, das ist als solches eine tolle Sache und wir freuen uns trotz aller Mühe und Arbeit, die wir damit haben. Wir freuen uns natürlich darüber, dass Bayern Gastgeber für dieses weltweit bedeutende Treffen sein kann. Also von der Ostseeküste jetzt runter an die Südspitze. Viele potenzielle Störer oder Bürger, die den Gipfel nicht so toll finden, wollen das zum Anlass nehmen, um Attacken zu fahren. Und da ist die Frankfurter Kampagne ja nur ein Vorgeschmack, sagen Sie. Das wird noch viel schlimmer an der Zugspitze. Es geht bei diesem G7-Gipfel um wichtige internationale Themen, natürlich der Weltwirtschaft, der Finanzmärkte, aber vor allen Dingen auch um Umweltschutz auch in der dritten Welt, die Frage Reduzierung von CO2-Ausstoß und, all über all diese Themen wird beraten.
Und da ist es ganz natürlich, dass es Gruppierungen gibt, die da auch ihre Meinung kundtun wollen, die öffentlich demonstrieren wollen. Dieses Demonstrationsrecht gehört zu unserem demokratischen Rechtsstaat und das garantieren wir dort auch und das wird geschützt. Aber es gibt, wie wir jetzt bei der EZB-Eröffnung in Frankfurt erlebt haben, eben dann auch Leute, die keine vernünftigen Grenzen mehr kennen und einfach brutale Gewalt verüben. Da waren Chaoten in Frankfurt unterwegs, die Feuerwehrautos, die Polizeiautos angezündet haben, die brutal gegen Polizeibeamte vorgegangen sind. Und ich denke, da muss man klar sagen, das hat mit Demonstrationsrecht wirklich nichts mehr zu tun. Und solchen Chaoten, die brutale Gewalt verüben wollen, denen müssen wir uns auch klar entgegenstellen. Also brutal gegen Polizeibeamte wollten auch einige Gastwirte in Garmisch vorgehen. Ich erinnere an eine Ausschreibung, Verköstigung der bayerischen Polizei, eine Gulaschsuppe irgendwie 7,20 Euro. Nun, insgesamt stellen wir wirklich eine großartige Gastfreundschaft fest dort draußen. Ich war jetzt viele Male zu Gesprächen mit den Kommunalpolitikern dort in großen Bürgerversammlungen, in Grün, in Mittenwald, in Garmisch-Partenkirchen. Und insgesamt merkt man, das ist eine Region, die sehr gastfreundlich ist, die lebt ja auch mit vom Tourismus. Die empfängt das ganze Jahr im Winter genauso wie im Sommer Gäste aus aller Welt dort. Und entsprechend erleben wir das dort eigentlich insgesamt sehr, sehr positiv. Ich bin sicher, da ist auch gegenüber unseren Polizeibeamtinnen und Beamten, und da kommen ja zur Unterstützung Polizeibeamte aus ganz Deutschland, von allen anderen Bundesländern, von der Bundespolizei, die werden dort auch von der einheimischen Bevölkerung freundlich empfangen. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Chaoten. Und wenn die Chaoten wieder gegangen sind und der Gipfel vorbei ist, während des Gipfels werden Sie die bayerischen Außengrenzen kontrollieren. Sie werden da Grenzkontrollen einführen. Werden die auch bleiben, wenn der Gipfel vorbei ist? Der Bundesinnenminister hat angekündigt, dass temporär während des Gipfels hier wieder Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen eingeführt werden, wie das auch nach dem Schengener Abkommen zulässig ist. Das hatten wir zum Beispiel schon mal während der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, während der Fußball-Europameisterschaft in Österreich. Und das ist auch mit unseren Nachbarländern so abgesprochen. Das ist wichtig zur Sicherheit dieser Veranstaltung. Aber das ist eine temporäre Maßnahme und natürlich nicht auf Dauer, denn ich glaube, die Menschen in Bayern wissen es zu schätzen, dass wir heute ohne Grenzkontrollen nach Österreich, nach Italien, nach Ungarn, nach Tschechien fahren können. Aber unsere Herausforderung ist auch künftig, auch ohne Grenzkontrollen natürlich für bestmögliche Sicherheit zu sorgen. Das gilt gerade gegenüber zum Beispiel ausländischen Einbrecherbanden oder illegaler Einschleusung und Ähnlichem. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Das war unser landespolitisches Gespräch Bayern im Blick heute, Teil 1 mit unserem Innenminister Herrmann. Nächste Woche sehen wir uns wieder.